Servus und grüß euch zu einer weiteren Motorstellung hier für Transport für über 12 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder was von meinem Kollegen Karl Leut aus der Modwerkstatt. Liebe Grüße an ihn, vielen Dank für die schönen Mods, die er uns jetzt hier seit dem letzten Juni-Patch hier gebaut hat. Teilweise eben die Portierung seiner vorhandenen Waggons aus Transport für über 1, teilweise eben auch die neuen Waggons, die ja zuerst durch diesen Update des Spiels möglich geworden sind, weil eben jetzt die benutzerdefinierte Ladungsanimation hinzugefügt worden ist. Wie gesagt, vielen Dank nochmal dafür. Heute haben wir hier diese schönen Waggons, mit denen wir wieder einiges an Gütern bewegen können auf der Karte, um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Mod enthält die OOTZ50, KKT57 und FAD bzw. FAL167 Waggons. Ich habe die ganzen Modelle, die hier drinnen sind, nämlich hier aufgestellt. Das sind also die Fake-Varianten, die mit enthalten sind. Ich werde euch zum Abschluss des Videos dann auch noch mal kurz zeigen, wie man die aktiviert. Die hat er jetzt nämlich auch durch die neuen Möglichkeiten, die Urban Games hier geschaffen hat, geändert, wie man also das Ganze aktiviert. Ich brauche also nicht mehr in der Settings-Lua-Datei rundum murksen, sondern ich kann das Ganze einfach im In-Game-Mod-Manager aktivieren. Das zeige ich euch aber dann auch noch. Beginnen wir jetzt einmal mit diesen schönen Waggons, die wir hier haben. Also einmal mit den FAD 167 Waggons, dem erweiterten Modell oder den neueren Varianten. Ursprünglich waren es ja diese OOTZ50, die sind wir auf dem hinteren Gleis stehen, die schauen wir uns dann auch noch an. Hier haben wir, wie gesagt, einmal diese FAD 167 Waggons, die im Jahr 1980 umgemustert worden sind zu den FAL 167 Waggons, die wir dann hinter noch sehen. Hier sehen wir also diese Waggons, oben einfach der Einfülltrichter, wie man hier sieht, mit diesen vier, mit diesen Neigungen in der Mitte drinnen, damit das hier halt an diesen Seitenwänden dann zum Liegen kommt. Das sind Selbstentladewagen, das heißt, man sieht also hier die ganze Verriegelung am Wagen. Das heißt, man muss hier dann einfach nur am Riegel ziehen sozusagen, die Klappen gehen auf und das ganze Ladungsgut fällt einfach dann nach unten hinaus. Das ist also sogenannte Schwerkraftentladung. Hier sehen wir in der Mitte auch die Möglichkeiten oder den Umschalter zwischen den Bremsstellungen, die die Waggons bieten, oder eben die Bremsen dann dementsprechend umgeschaltet werden. Die schöne Beschriftung hier, die zu erkennen ist, auch die kleinen Kästen für die Hand- oder Laufzettel. Hier auch nochmal diese schwarzen Felder, wo dann früher mit der Kreide rundum gemalt worden ist drauf. Also wirklich schöne Waggons. Hier oben sieht man den DB-Keks. Das Warnschild hier natürlich auch oben, man sieht also hier, man könnte auf der Seite auch hochsteigen, es sind also Griffe hier drinnen, um eben hier oben reinzublicken mit Sicherheit. Man muss hier natürlich aufpassen, deswegen auch der Blitz dort, kommt man natürlich auf einer Strecke mit Oberleitung, der zu nahe ist, ist natürlich sehr, sehr gefährlich, deswegen hier diese Hinweisschilder. Schöne Waggons hier mit diesen kleinen Aufstiegshilfen. Ganz normal die normalen Schraubenkupplungen und die normalen Puffer. Ich habe die ganzen Fake-Modelle jetzt mir aufgestellt. Man sieht also in den Varianten Beladung Leer, Beladung Erz, Beladung Kohle, Beladung Stein. Das Ganze haben wir dann hier nochmal in der neueren Bauform, also in den FAL 167, wie sie dann 1980 auf die Gleise gekommen sind, beziehungsweise gemustert worden sind. Auch das Ganze natürlich in der Variante Leer, Erz, Kohle und Stein. Das wären also jetzt mal diese vier Modelle, die wir hier haben. Am Zwischengleis sehen wir dann, hinten sind die, Entschuldigung, das habe ich mir jetzt verguckt, dahinter sind die mit den Spezialkupplungen, die zeige ich euch noch dann. Hier im mittleren Gleis sehen wir einmal den KKT57, der wurde mit einem Dach versehen. Man sieht also hier an der Bauform, ist eigentlich ziemlich baugleich dem normalen Waggon. Dem wurde auch hier oben nur dieses kleine Deckelchen aufgepflanzt mit diesen 2x6 Luken, damit eben auch
witterungsunempfindlichere Güter wie immer Getreide mit den Waggons gefahren werden konnten oder können. Der Waggon ist auch im Spiel so hinterlegt, dass dieser nur Getreide transportieren kann. Dann haben wir hier die Variante der OZ50 mit dieser Erzbeschriftung. Erz, dann römisch 3 und D. Das heißt also Erz, das Gut, das eben mit diesen Waggons gefahren wurde oder nur gefahren wird. Das heißt, die sind also wirklich nur für Erz. Also in diesen Waggons wird eben dann keine Kohle oder keine Steine gefahren. Müssen wir jetzt dann im Logship mal gucken, beim Kauf im Depot, ob das wirklich bei den Waggons aus ist, dass sie nur Erz fahren können. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Können wir uns aber auch gleich mal anschauen. Römisch 3 bezeichnet die Mindesthöhe der Waggons. Römisch 3 heißt 4,25 Meter bzw. 4250 Zentimeter Höhe. Das heißt also, das ist Römisch 3. Das D dahinter ist die Bezeichnung dafür, dass der Waggons auf Drehgestellen läuft. Verschiedene Wagen wurden früher auch mit Lenkachsen geliefert, aber dieses D heißt eben, dass er mit auf Drehgestellen läuft. Hier haben wir dann mit der kleinen oder mit der Standard-DB-Beschriftung, wie wir sehen, OOTZ50. Hier arbeitet diese ganzen Tafeln drauf. Ich habe hier schon einen netten User gefunden, der immer dazu schreibt, was diese ganzen einzelnen Abkürzungen bedeuten. Vielleicht kann er das hier auch nochmal machen, also sowohl FAD bzw. FAL167 und dieses OOTZ50. Vielleicht weiß auch einer was neben diesen Kästchen für die Handlaufzettel, was immer auf diese schwarzen Tafeln da mit Kreide geschrieben worden ist. Wäre auch mal interessant, wenn das mal einer in die Kommentare schreiben könnte, der das weiß. Man sieht also jetzt hier bei den Fake-Varianten gibt es also wirklich eine Möglichkeit, Leer, Erz, Kohle und Stein zu transportieren. Wobei, wie gesagt, durch die Beschriftung meint es im Original eigentlich so, dass mit den Waggons wirklich nur Erz transportiert wird und nichts anderes. So, dann hätten wir hier nochmal die gleiche Variante. Schaut eigentlich ziemlich gleich aus. Hat nur keine Beschriftung mit diesem Erz drauf. Ist auch sonst keine Beschriftung. Da muss, oder bei dem Waggon ist eine kleine Besonderheit. Das zeige ich euch dann auch nochmal im Mod Manager bzw. beim Kauf. Man muss beim Kauf dieser Waggons einfach hergehen. Mit der Taste hängen geblieben, Entschuldigung. Man muss beim Kauf dieser Waggons die Beschriftung ändern, also die Beschriftungsfarbe ändern bzw. die Wagenfarbe ändern, dann erhält der Waggon auch eine eigene Beschriftung, und zwar sehen wir das hier, ich habe den hier nochmal ganz kurz aufgestellt. Wenn man also eine Beschriftung wählt, dann kommt auch auf diesem Ding Glück auf 30.10.64 Rossenray 500.000ste Tonne. Das ist also so eine kleine Sonderbeschriftung, die eben auf den Waggons nur zu Tage tritt und nur erscheint, wenn man halt eine benutzerdefinierte Farbe wählt. Wird man keine benutzerdefinierte Farbe, kommt der Waggon halt in der Variante, die wir hier hinten links nochmal am Gleis sehen. So, und dann kommen wir zu den FAD-Varianten mit der Sonderkupplung, also mit mit AK69E-Kupplung, so heißt es genau. Mit dieser Spezialkupplung, die ja für mehr Zugkräfte ausgelegt ist, um eben den Transport schwererer Züge zu ermöglichen. Das heißt also, mit diesen Kupplungen kann eben mehr Waggons mit mehr Gewicht gefahren werden. Das sind also dann sogenannte Erz- oder Kohlebomber. Die passenden Loks dafür haben wir auch. Zeige ich euch dann nochmal ganz kurz. Gibt eigentlich nur eine Baureihe, die mir zu einfällt und die ich euch auch zeigen kann. Das ist die Baureihe 151 in Deutschland, die mit diesen AK69E-Kupplungen ausgerüstet worden ist. Die neueren Kupplungen, die es dann gibt, die an der Baureihe 189 verbaut worden sind, sind die CAKV-Kupplung. Aber hier haben wir eben noch die alten AK69E-Kupplungen. Und die einzige Lok, die das eben im Spiel ermöglicht, wäre die Baureihe 151. Gut, Transportführer macht hier natürlich keine Unterschiede. Das heißt, man könnte natürlich auch jede beliebige Lok, also man kann eine Vectron oder irgendeine andere Lok nehmen und kann die einfach hier dran setzen, weil das Spiel hier keine Unterschiede macht. Es ist egal, allerdings ist es halt dann nicht so passend, die Lok zu den Waggons. Also wenn man diese Waggons verwendet, sollte man auch die passende Lok dazu verwenden.
Da gibt es eben diese normale Variante, die wir sehen in dieser normalen Lackierung, und dann gibt es eben diese sogenannten Schmetterlingswaggons. Die Schmetterlingswaggons wurden meistens, oder wenn ich das richtig gelesen oder mich informiert habe, eingesetzt, um Trennstellen im Zug zu markieren. Das heißt, wenn also Züge geteilt worden sind, wurde eben dieser Waggon hier eingesetzt, um eben zu markieren, dass der Zug an dieser Stelle getrennt werden sollte. Natürlich dann auch keiner sagen, das habe ich aber nicht gesehen, weil diese markante gelbe Lackierung fällt doch eben auf. Und dann, wie gesagt, haben wir hier nochmal diese Waggons mit dieser Spezialkupplung in der normalen Nicht-Schmetterlingsvariante. Hier auch wieder alles ohne Beladung, mit Erz, mit Kohle und mit Steinen. So. Das sind also zum Beispiel diese ganzen Modelle, die in diesem Mod enthalten sind. Das sind 25 Waggons, wenn man alles so genau nimmt. Ich kann es euch mal ganz kurz im Zugdepot zeigen. Wir gehen also jetzt hier einmal auf das Zugdepot. Fahrzeuge kaufen. Wenn die Fake-Varianten aktiviert sind, sind diese eben hier nur im Reiter alle zu finden. Da muss man halt aufpassen. Also wenn, dann muss man auf den Reiter alle umschalten und dann auch suchen. Dann sieht man hier auch die Fake-Varianten, die hier enthalten sind. Ansonsten ganz normal unter Wagen und Cargo natürlich sind die Modelle zu finden. Ich gehe also hier einmal hoch und habe hier eben den Kaufbutton für die OOTZ 50, KKT 57, FAD 167 und FAL 167, 7 Varianten. So, durch die verschiedenen Beladungsanimationen entstehen dann 25 verschiedene Waggons. Da sieht man also auch nochmal die ganzen Möglichkeiten und technischen Daten dazu. Die einen Wagen haben eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, können 14 bis 19 Einheiten laden für Kohle, Erz und Stein. Da ist jetzt dann hier nochmal den schönen Text wieder dazu. Die etwas neueren Waggons sind dann schon für 100 Stundenkilometer zugelassen. Hier haben wir die Waggons mit den AK69E-Kupplungen und dann die Variante immer Schmetterlingswagen. Sind eben beide oder wären beide auch für 100 Stundenkilometer zugelassen. Der KKT 57 mit dieser Sonderbauform für 80 Stundenkilometer und nur für Getreidetransport in Transportfieber 2 hier ausgelegt. Und hier die etwas älteren OOTZ 50 in beiden Varianten. Und hier müsste auch dabei stehen, dieser Wagen ist baugleich zum OOTZ 50. Er hat eine abweichende Beschriftung. Durch Auswahl einer Benutzerfarbe wird eine Sonderbeschriftung der Zeche Rosten Rail sichtbar. Man sieht also jetzt hier auch unten im Forscherbild, man sieht keine Beschriftung. Und sobald ich heute hergehe und eine Beschriftung wähle, wie gelb hier zum Beispiel, sieht man, dass eben der Aufdruck dann kommt. Wird allerdings, glaube ich, nicht in der Farbe, die man auswählt, dann beschriftet, sondern ist einfach ganz normal weiß. Muss allerdings, wie gesagt, hier eine benutzerdefinierte Farbe gewählt werden, damit auch der Schriftzug sichtbar ist. So, das sollte jetzt mal das dazu gewesen sein. Die Map und die für diese Mod-Verstellung und für die Fahrsequenzen, die wir jetzt dann hinter noch sehen werden, sind mir vom User Transporter Leon zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank dafür. Hat mir so eine kleine Map gebastelt mit ein paar Abstellbereichen, damit wir hier noch ein paar schöne Mod-Verstellungen zeigen können. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal dafür. Ich habe jetzt hier herüben mal diese eben wie angedeutet oder angesprochenen Baureihe 151 aufgestellt mit diesen AK69E-Kupplungen. Link dazu, wie zu den Waggons und zu diesen Loks, schreibe ich euch natürlich auch wieder in die Videobeschreibung mit rein. Ist die Baureihe 151 aus der Modwerkstatt vom Trunky. Ich habe jetzt hier einmal nur zur Auswahl oder zur Möglichkeit die Chromoxidgrüne Variante gestellt mit den Scherenstromabnehmern, und dann haben wir hier einmal die verkehrsrote DB Cargo Variante mit den Einhornstromabnehmern. Gibt also noch die anderen Farben dazwischen auch, also zum Beispiel blau-beige ist Möglichkeit. Es gibt eine von, glaube ich, Normal DB oder DB Railion. Gibt also auch verschiedene Farbvarianten, die wir hier dann auf unseren Maps fahren können. Das wären also diese Loks, wie gesagt. So, um in den Genuss der Fake-Waggons zu kommen, war ja bis jetzt immer notwendig, vor dem Juni-Patch, dass der Benutzer in der Settings.lua-Datei den Wert bei Fake von False auf True setzen musste mit irgendeinem Texteditor.
Das ist uns jetzt auch erleichtert worden. Das heißt, wenn wir jetzt hier im normalen Hauptmenü sind, gehen wir ganz kurz raus, gehe auf Spiel laden, nehme mir jetzt bei den Mods die OOTZ vom Herrn Kaloid. Und jetzt habe ich hier oben ganz einfach einen Umschalter, wo ich sagen kann, ich möchte die Fake-Varianten der Waggons aktivieren, ja oder nein. Brauche also nicht mehr in einer Textdatei editieren, sondern ich kann einfach sagen, Fake ja, gehe auf OK und damit ist diese Fake-Variante im Spiel aktiviert und kann mein Savegame dann starten, beziehungsweise ein neues Spiel und habe auch von diesen ganzen Waggons die Fake-Varianten mit dazu. Der Kaloid wird auch die bisherigen Modelle dementsprechend umbauen, also alles, was ich euch bis jetzt an Mod-Vorstellungen die letzten, ich glaube, 14 Tage oder 3 Wochen vorgestellt habe, wird er also auch dementsprechend umbauen. Das heißt also auch bei seinen, was haben wir denn, Sams zum Beispiel, Waggons und diesen ganzen Varianten wird das dann hier über den Ingame-Mod-Manager einzustellen sein. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser kleinen Mod-Vorstellung eine zeigen konnte, was in dem Mod alles mit drinnen ist, wie ihr die Fake-Varianten hier im Ingame-Mod-Manager aktivieren könnt. Braucht also nicht mehr eine Textdatei editieren. Ich zeige euch jetzt noch ein, zwei Fahrsequenzen auf dieser schönen Map mit diesen Waggons. Verabschiede mich von euch, wünsche euch alles Liebe und Gute, hoffe, dass wir uns zu einer meiner nächsten Mod-Vorstellungen oder Videos hier auf meinem Kanal wiedersehen würden. Wünsche euch alles Liebe und Gute, bleibt gesund, bis dann, euer Maverick.